Herzlich willkommen zu Darkseid 2 Tipps und Tricks. Ich bin der Phil und ich habe mir jetzt überlegt, zum Start von Darkseid 2, was am 15.08. rausgekommen ist, könnte man ja eigentlich jetzt schon ein paar Tipps und ein paar Tricks für die Leute, die es noch nicht haben oder ein paar Problemchen haben, ein paar Gegenstände suchen, einfach mal dies hier machen. Ich wollte zwar erst ein Let's Play machen, aber ich habe mir dann überlegt, für dieses Spiel ist wohl eine Art Reiseführer einfach besser. Ich werde Darkseid 2 auf Apokalypse spielen, denn wie ihr schon gesehen habt, habe ich schon einen Spielstand. Und dadurch will ich mir gleich noch die anderen restlichen Erfolge holen. Ich spiele es auf der Xbox und wir treten gleich ins Geschehen auf. Hier ist der erste. Wir haben zwar einiges übersprungen, aber es soll ja nicht kein Let's Play werden, sondern eine Hilfestellung. In diesem beim Boss Abwehr ausweichen ist das Wichtigste. Abwehr gibt's nicht. Und die leichten Angriffe sind halt mit X und die schweren halt mit drin. Wie man das vielleicht sogar von Ninja Gaiden kennt. Wer es kennt, tolles Spiel. Wenn nicht, sollte es mal spielen, ist nicht schlecht. Und wie man sieht, ist der Boss eigentlich relativ leicht, langsam und da macht es ihm mit schnellen Angriffen, dann mit starken Angriffen zusetzt, liegt er eigentlich auch sehr, sehr schnell. Hier sieht man die Finisher Attack. Was ich schade finde, ist, das ist kein Time Event wäre, das hätte vielleicht nochmal richtig Spaß gemacht hier drin, aber eigentlich macht das hier so schon Mod Scout. Naja, hier hätten wir schon mal eine Videosequenz. Hüter der Geheimnisse. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir schon einmal geholfen, Alter. Sieh mich jetzt an. Ich diesen Tag verfluche, wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg, er ist vom Feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde. Für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen. Ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen. Um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein. Die Stimmen, sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? So, hier sehen wir nur Krieg, den wir aus dem ersten Teil kennen von Darksiders. Das ist der Krähenältester, der sich als Krieg verkleidet hat und, naja,
ein bisschen aufhören. Da Krieg ziemlich langsam ist, aber doch ganz schön harte Attacken hat, sind wir gezwungen, hier mehr auszuweichen als irgendwie sonst, wie wir das vorher beim Eisriesen gesehen haben. Und von daher wird er eigentlich auch ein bisschen langsamer liegen. Hier sieht man auch ein paar andere Events. Hier ist mal ein Event und das ist bisher das einzige, was ich gesehen habe. Was gibt es zu diesem Boss zu sagen? An sich ist es eigentlich ein leichter Gegner, da es eigentlich nur das Tutorial ist. Den Weg dorthin wird der Gegner alleine finden, deswegen habe ich ihn nicht eingenommen. Von daher, da gibt es eigentlich auch nicht so die versteckten Sachen. Also, ich bin auch gedacht, das ist überlegt mir auch bei den Bössen da die Filmsequenzen zu lassen. Das ist auch nicht gerade so schlecht. Da hat man vielleicht noch ein bisschen Story, wenn man das Spiel auch nicht spielt und für einfach nur das Gemetzel sehen oder sich informieren. Vielleicht auch nicht gerade so schlecht. Öffne das Portal. Deine Geheimnisse sterben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse, aber nicht deine. Und hier steigen wir gleich ein. Sobald man die Schmiede oder Dreistein verlässt, geht man einfach den Weg lang und springt dort runter ins Wasser. Und hier haben wir gleich ein Siegel, wo man spezielle Sachen damit kaufen kann. Ein Händler, der sich in der Klageklippe befindet. Das ist der allgemeine Gegenständehändler, der dort verteilt ist. Den wird, denke ich mal, auch jeder finden, deswegen habe ich nicht reingetan. Die nächste Karte ist gleich hier auf dem Weg. Wenn man einfach weiterläuft, einfach ins Wasser runterspringen. Und da ist er auch gleich. So, hätten wir schon zwei. Und da ist hier der Weg wieder nach oben. Vielleicht ist die Rung für einen ein bisschen anders, aber ich denke mal, es wird jeder hinkriegen. Den Weg einfach weiter folgen und dann einfach nach dem Tor gleich rechts. Da auf dem Stein. Da ist noch eine. Bleib mal ab und springen mal hin. Bei den Tempel, wie auf der Karte angezeigt, dort in der Nähe. Dort ist das nächste. Und zwar eine Karte. Denn im Händler kriegt man eine Quest. Das war Seiten des Buches der Toten. 10 Seiten. Eine hält man damit schon. Den Platz fertig machen. So, auch noch hier in der Nähe ist auch noch so ein kleiner Tempel. Da sollte man reingehen. Erstmal
Fäusten. Dazu noch ein kleiner Tipp. Und zwar die Fäuste, da das ja schnelle Waffen sind, dass hier der Schwierigkeitsgrad Albtraum ist, ist es eigentlich ganz vorteilhaft, weil so kann ein einzelner Mob, also diese Mobs bisher, können nicht zurückschlagen, wenn man einmal ausgewichen hat, die verdrischt. Man klettert hoch, oben ist eine Kiste, und da schauen wir mal rein. Die Animation ist auch ganz toll, wie man die Kisten aufmacht. Und was haben wir hier? Oh, eine legendäre Waffe. Diese Waffen kann man auch aufbessern. Steht dann da. Und hier haben wir einen Stein, der später für den Quest auch noch wichtig sein wird. Wenn man dann später eine Schusswaffe bekommt, schießt man es einfach ab und bekommt es. So. Und wir gehen den Weg weiter nach dem Tor, so sieht man eigentlich wahrscheinlich auch die Kiste dort. Und hier ist dann auch halt eine Kiste und auch noch ein Stein, den man sich auch gleich holen kann. Ich habe ihn erst nicht gesehen, deswegen dann nochmal hin. Aber jetzt erstmal zu der Kiste. Der Weg ist eigentlich ganz leicht. Vielleicht sucht man erstmal den Weg nach oben, aber nicht gute Sachen drin, aber nicht. Man kann sich ja mit RB nach vorne rollen und durch das nach vorne rollen, wenn man es dreimal macht, springt man so nach vorne. Um das zu umgehen, könnte man einfach zweimal RB drücken. Zweimal hintereinander, dann läufst du ein Stück und machst es wieder. Wieder zweimal RB, du rollst dich zweimal nach vorne und dann läufst du und so kommst du auch schneller voran. Hier im Brunnen, noch rum, man sieht. Dort haben wir wieder eine Medaille. Wenn das eine Medaille. Und drinnen und jetzt hinter den Teil eine Medaille. Tauchen wir wieder. Hinten in der Ecke ist leider eine Kiste, die kann man sich schnappen. Hopp. Und in dem Gebiet gleich halt an der Weggabelung runter zu einem Tempel. Wir gehen nicht runter, aber genau dort ist wieder ein Steinfragment. Als Information könnte man noch hingehen und wieder einfach geschlagen. Verteidigen wir uns. Ja, heute ist richtig Happy Hour oder so. Hier sind wir nun beim letzten von Tipps auf dem Weg zu der Kessel, wie es heißt, aber ich würde sagen den Kessel, das klingt gerade besser. Also man geht hier hoch, ganz normal, dann RT und springen halt A hoch und dann rüber. Hier wäre eigentlich eine Kiste, aber die hatte ich schon gelootet und ich hatte es zu spät gesehen, dass hier genau dort auch noch ein Steinfragment ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen, viele Informationen gebracht und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal.